Okay, neues Spiel. Bist du dir sicher, dein aktueller Spielstand wird gelöscht? Ja, wir haben ja keinen. Ist schon richtig. Ist schon richtig. Mal gucken. Ja, sieht ganz gut aus. Oh, ich gehe ja schnell. Was? Happy Birthday, Chillers Kalender. Okay, 23.10. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Was haben wir denn da? Ein bisschen Sushi. Ist der Gras? Ist das Gras? Sieht sehr wild aus, was er da isst. Und es regnet. Und es regnet. Was haben wir denn hier? Okay. Möchte aus dem Bällebad. Oh. Wieder nicht aufgeräumt, ne? Uiuiuiuiui. Da wird Mutti aber böse sein. 7 Jahre. Okay. 7 Jahre. Nett. Daddy. Mutti. Uiuiui. Und die Wäsche auch nicht gemacht. Was soll ich denn nur sagen zu dieser Haushaltsführung? Oh, entschuldige, ich wollte. Was? Er klopft da. Ah, hi Kate. Mann, es ist immer wieder dasselbe. So, ich gehe zur Arbeit, mein Schatz. Hab noch einen schönen Geburtstag. Liebling, ich gehe zur Arbeit. Ich guck dich nur. Was? Was? Oktober, Wachmann, 35 Jahre alt. Okay, ich glaube, das wird unser Alter sein, ne? Ist das unsere erste Schicht jetzt hier? Wahrscheinlich, ne? Wurden neu eingestellt, gehe ich mal von aus. Gehe ich überhaupt richtig? Weiß es nicht. Geh einfach weiter, es ist laut. Aber ich lasse das so, weil die anderen Sounds so leise sind. Ah, okay, ich bin richtig gegangen. Was ist das für ein Gebäude? Oh, Ding. Huch! Wer war denn das? War es richtig? Rechts ist der Überwachungsraum. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. Ja, das sollte ich mal machen. Das stimmt. Ach so. Das. Nette Musik. Och, das ist eine nette Musik. Es ist Mitternacht. Genau die richtige Zeit für uns, liebe Leute. Genau die richtige Zeit für uns. Scheint so, als wären noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Okay. Von Kaigo Ochigi, dem ehemaligen Wachmann, fehlt jede Spur. Er hat wahrscheinlich gekündigt. Deshalb zähle ich ab jetzt auf sie. Oh, wilde Geräusche hier. Das Unternehmen hat eine Regel, dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Überprüfen Sie die Uhr, die Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie Ihren Rundgang beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Manager Yamamoto. Okay, wir sollen die Uhren überprüfen. Wir sollen die Überwachungskameras überprüfen und die Sicherheitsdetails, bevor Sie Ihren Rundgang beginnen. Und wir sollen jeden rausschmeißen, weil es ist Mitternacht, also darf hier keiner mehr sein. Und wir sollen die Türen dann abschließen, oder was? Nee, davon steht hier nichts. Okay. Feueralarm überprüfen und Türen abschließen, okay. Licht im Bad ausschalten, Leute nach Hause schicken. Okay, das ist unsere Aufgabe. Okay. Okay, Feueralarm überprüfen und Türen abschließen. Licht im Bad ausschalten und die Leute nach Hause schicken, die noch da sind. Was ist denn der Feueralarm? Sind das diese roten Knöpfe?
Oh Gott, ganz wild, wie ich die Türen öffne. Das ist ja ganz, ganz wild, wie ich die Türen öffne. Das ist ein Feueralarm hier, oder? Bin ich jetzt im ersten Stock oder bin ich im Erdgeschoss? Oi, 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 oi. Okay, ist dunkel. Okay, ich kann auch nicht laufen. Ah, okay, das ist der Feueralarm. Alles normal. Da, 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 da. Da, 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 da. Kann ich nicht abschließen. Da, da, da. Von draußen machen. Wir beginnen unseren Rundgang. Ich denke mal. Okay, zu. Ich gehe mal davon aus, dass das hier auch sehr schleichend sein wird, der Horror. Dass sich der Horror sehr schleichend manifestiert. Ich drücke es mal so aus. Ich glaube, jetzt so die ersten Etagen werden noch ganz in Ordnung sein. Oh! Was machst du am Whiteboard? Da steht doch gar nichts. Hey. Arbeit zu Ende. Ach, wir müssen der neue Nachtwächter sein. Ist es schon so spät? Ja, dann können die anderen den Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Oh ja, sehr schön. Okay. Schönen Feierabend dir. Bye, bye. Du hast doch gar nichts gemacht hier am Whiteboard. Das ist komplett leer. Hm. Hat doch überhaupt nichts gemacht hier am Whiteboard. Whiteboard ist komplett leer. Oh Gott. Okay, die Geräuschkulisse ist schon echt widerlich, muss ich sagen. Die ist echt uncool. Also wirklich, die ist wirklich uncool. So. Niemand auf Toilette? Machen wir das Licht aus. Zack. Ah, Toiletten kann ich nicht abschließen. Hallo. Zack. Achso, ach so, hier war ich schon. Ah, okay. Wird wahrscheinlich das Zeichen sein, dass ich fertig bin, ne? Ich denke mal, mit dem Fahrstuhl geht es dann weiter nach oben. Muss ich gerade echt auf den Behindertenknopf drücken? Weiß ja nicht. 11 Stockwerke. Okay. Dann arbeiten wir uns mal von Stockwerk zu Stockwerk. Hast du gesehen? So, kann weitergehen. Ah, Nara, ey. Oh, okay. Das hört sich sehr wild an hier, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir arbeiten uns wieder. Nee, warte. Wir arbeiten uns von links nach rechts, würde ich mal sagen. Von hier an. Grüß Gott.
Okay, was haben wir da gerade gesehen? Hä? Wir auch immer gerade gesehen haben. Keine Ahnung. Okay, alles normal. Oh, da ist wieder jemand. Okay. Vor dem werde ich mich jetzt nicht erschrecken. Wir wissen, dass da jemand steht. Das ist sehr schön. Aber wir wollen ja von rechts nach links gehen, ne? So. Schließen wir mal ab. So, Toilette. Toilette. Oh, Alter. Verdammt. Hey, wer ist da? Was wollen Sie? Oh, der Nachtwächter? Können Sie bitte das Licht anlassen? Ich werde es später ausmachen. Ich soll hier aber jeden rausschmeißen, der nach 0 Uhr hier ist. Hallo? Hallo? Kacken Sie bitte zu. Okay. Ob das zählt? Ob das zählt? Kann ich sie da jetzt einfach drin stehen sitzen lassen? Mach das mal, ne? So, hier stand, glaube ich, jemand, ne? Ja. Hallo. Es ist Feierabend. Gehen Sie bitte nach Hause. Was gibt's? Gott. Ah. Bist du etwa... du bist echt cool. Hier, ich gebe dir meine Nummer. Wenn wir keine Kontaktdaten austauschen, werde ich auch nicht gehen. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Ignoriere mich besser nicht. Auf Wiedersehen. Oh, was ist denn hier jetzt los? Ist das jetzt umgedrehtes Stalking? Also jetzt werden wir von einer Frau gestalkt hier oder was? Ist das wieder so gleicher Plot? Was denn wieder für eine Nummer? Vollkommen random. Also werden wir jetzt ernsthaft von ihr gestalkt? Warum ist die Tür gerade zugegangen? Ah, okay. Zweiter Stockwerk auch fertig. Sie sieht schon gruselig aus und wie sie sich umdrehte. Ja. War mir jetzt auch nicht ganz koscher, muss ich sagen. Okay, dritter Stock. Sehr wild. Sehr wild. Mal schauen, ob wir jetzt einen ähnlichen Plot haben wie bei dem anderen. Wie ist das? Closing Shift. Okay. Okay. Wir machen wieder, ne, von rechts, von links nach rechts. Wir gehen wieder. Oh, dunkel. What the hell? Hier ist wieder am Fernseher. Alles normal. Die Geräusche hier finde ich überhaupt nicht normal. Ganz ehrlich. Das ist absolut nicht normal. So, schließen wir mal ab. So, ich mache das Licht aus. Ich hoffe, keiner ist am Scheißen. Nee, okay. Sehr gut. Wer war das? Was ist unser Stalker? War das unser Stalker? Hör. Warum haben Sie das Licht ausgemacht? Ich habe doch gesagt, ich kümmere mich darum. Wie jetzt? Du warst doch schon... Hey.
Ist er jetzt vom zweiten Stock in den dritten Stock gesprintet, um hier weiter zu kacken? oder was ist denn hier los? Naja, gut. Wir lassen ihn. Ich finde nicht, dass hier alles normal ist, ganz ehrlich. Ist überhaupt nichts normal. So, hier in dem im Flur müssen wir den Feueralarm gar nicht überprüfen. Okay. Okay. Wir sind fertig. Niemand da. Ja, genau. Das sehe ich. Steig hier jetzt ein. So, vierter Stock. 4 von 11. Ah. Huch. Richte nicht aus. Wer ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Ah. Wir fangen links an. Die Leuchtstofflampe flackert. Ich muss sie ersetzen. Warum? Das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Ah, wie siehst du denn aus? Okay. Gott, sah die Scheiße aus. Guten Abend zusammen und Hugo Boria, ja, Flauschi! Hallo, herzlich willkommen. Es ist 0 Uhr, mein Freund. Bitte geh nach Hause. Flauschi, wie geht's dir? Hallo, hallo. Ja, man hat sich ja lange nicht mehr gesehen. Ja, zwangsweise leider. Geht's dir gut? Mittlerweile geht's mir wieder gut, ja. Ich hatte leider einen ziemlich schlimmen Unfall, wodurch ich nicht in der Lage war zu streamen. Wenn ihr einmal im Chat Ausrufezeichen Unfall eingebt, dann habt ihr eine Kurzfassung. Weil ich möchte das natürlich jetzt nicht lang und breit jedes Mal erneut erzählen. Deswegen habe ich da einen kleinen Befehl gemacht. Und dann wisst ihr in Kurzform, was mir widerfahren ist. Alles normal? Ich finde, hier ist überhaupt nichts alles normal. Also ganz und gar nicht. So, Freundchen, steh mal auf hier. Steh mal auf. So, was ist los hier? Sie schon wieder? Mein Chat will, dass bis morgen früh alles erledigt ist. Das schaffe ich nie. Hätte nicht gedacht, dass das Arbeitsleben so hart sein würde. Mir werden nicht mal Überstunden bezahlt. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Sie sind der Einzige, der weiß, wie hart ich arbeite. Immerhin geht es mir besser, wenn sie da sind. Schließlich kann ich dann Feierabend machen. Also, ich gehe da mal. Bis morgen. Jo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er hatte mal zwischendurch geschrieben, weil ich mir Sorgen gemacht hatte. Hatte ein komisches Bauchgefühl irgendwie. Oh, okay. Oh, habe ich gar nicht gesehen, Flauschi. Hier auf Twitch? Hast du mich hier auf Twitch geschrieben? Uff, aber schön, dass du wieder da bist. Wünsche dir wirklich alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Flauschi. Ja, tatsächlich, das war wirklich sehr, sehr uncool. Besonders auch für meine Frau. Also, meine Frau hat da natürlich, das war auch nicht einfach für sie, ne? Aber wir haben Gott sei Dank alles überstanden. Es ist alles okay. Es hätte natürlich auch ganz, ganz anders ausgehen können, aber Gott sei Dank ist alles doch noch recht limpflich abgelaufen. Also, das, ey, boah, was sind denn das?
hab mich nicht erschreckt. Wollte nur meine schauspielerische Darbietung euch zeigen und machen. Ach, natürlich, die Leuchtstoffröhre ist zersprungen. Warte mal, aber hier muss denn doch irgendwo noch eine andere sein, oder? Hier muss doch irgendwo noch eine andere Leuchtstoffröhre sein, die wir hier irgendwie mitnehmen können, oder? Oder nicht? Nein, nein. Ich hier wahrscheinlich nicht. Da, 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 da. Okay, anscheinend nicht. Dann schließen wir das Ganze hier mal ab. Die ist kaputt. Die können wir nicht wieder verwenden. Aber dann sind wir schon hier. Ah, da ist noch ein Raum. Okay. Dann schließen wir das Ganze mal ab. Japp, auf Twitch, glaube ich. Wahrscheinlich. Gott sei Dank ist alles gut. Und du bist hier. Ja, ja, ja. Hoffe, dass es dir auch gut geht soweit. Toll, dass sie dir den Rücken stärkt. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Also es ist tatsächlich, ein bisschen ist natürlich schief gelaufen so, aber da mache ich ihr auch absolut überhaupt keinen Vorwurf. Und ist auch alles vollkommen okay. Wir hatten ja auch noch eine Katze hier, also eine Katze und Hund. Die Katze ist jetzt bei meiner Mutter, weil wir, ja, es war einfach zu viel, ne? Also es ist auch völlig, völlig verständlich. Und leider hat sie auch so ein paar Rechnungen verschludert. Aber das ist auch vollkommen okay. Also da mache ich hier auch echt absolut, absolut gar keinen Vorwurf. Ist schon alles okay. Ist schon alles okay. Das Blöde ist allerdings, also was, womit ich auch immer noch zu kämpfen habe. Dadurch, dass ich halt, dass ich das halt auch alles vergessen habe. Ne? Man muss sich das ja auch so vorstellen, ich habe wirklich so gut wie alles war weg. Und ich habe eine sehr traumatisierende Kindheit hinter mir, wodurch ich im Vorfeld, also in meinen jüngeren Jahren auch schon beim Therapeuten war, um das Ganze aufzuarbeiten. Und das Ganze kam natürlich jetzt erneut wieder. Und das so alles auf einmal. So im Dezember war das. Da kam halt alles wieder auf mich eingeprasselt und naja, das war halt sehr uncool. Somit musste ich das alles wieder quasi erneut aufarbeiten. Und ja, da bin ich halt immer noch bei. Ich gehe weiter, ne? Wir sind durch. Ich geh in den fünften Stock. Lass mich in Ruhe. Und das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Aber ist deutlich einfacher als im Vorfeld. Also ich habe auch deutlich weniger Zeit gebraucht, um zum dem Stadion zu kommen, wo ich jetzt bin, als vorher. Weil ich halt schon sehr viel Erfahrung damit habe. Ja, alles nicht so einfach. Aber die Firma läuft auch noch. Lauschi, die gute Mario Kart Firma läuft auch noch. Da ist auch alles in Ordnung. Meine Mitarbeiter haben ja da auch echt den Rücken gestärkt und haben die Firma am Laufen gehalten. Auf der Etage ist es echt dunkel. Ich sollte im Elektroraum nach den Rechten sehen. Ach, natürlich. Jo! Oh Gott, ist das dunkel. Okay, wir gehen wieder von links nach rechts vor. So, das Gute ist, ich brauche hier das Licht nicht mehr ausmachen, weil es ja schon aus. Okay, hier ist abgeschlossen. Das sind Ausnahmesituationen im Leben, ja. Sei stolz auf dich, wirklich, von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Irgendwie muss es ja weitergehen. Stecke den Kopf nicht in den Sand. Ich sollte erst das Licht einschalten. Okay. Da war auf jeden Fall eine Tür. Ah. Ach, natürlich fehlt eine Sicherung. Oh, wir sind bei Resident Evil angekommen. Hier fehlt eine Sicherung. Wir müssen eine Sicherung suchen. Oh Gott, das ist so... Oh, Gottes Willen. Ernsthaft? Oh, hier ist ein Schalter. Der Hebel klemmt. Scheint so, als gäbe es keinen Strom. Ja, ach. Das sollte ich mir... Ja, nee. Wirklich. Ja, gut. Ja, okay. Machen wir.
Sag ihm ein liebes Hallo, wenn du magst. Und deiner Liebsten auch. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Richtig aus, richtig aus. Die kennen dich ja auch noch, die kennen dich ja auch noch. Wir haben ja auch einige Streams von dir ja auch zusammengeguckt. Die müssen dich alle auch noch kennen. Garantiert. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wohin. Wohin soll ich? Weil, also die Hebel, die kann ich ja jetzt alle gar nicht betätigen, weil es gibt keinen Strom. Den muss ich erstmal anschalten, aber dazu muss ich. Ich muss die Sicherung finden. Wo ist denn die Sicherung? Ja, meine Güte, ich will das Licht anschalten, aber wie? Ja, das war funny in der Zeit. Bin jetzt gleich verabredet, aber wir hören uns ganz sicher wieder. Sehe ich dich sicher jetzt auch wieder öfter live. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ein Knuddel zurück. Warte, die Tür war hier vorher nicht. Ein Knuddel zurück. Dir dann ganz, ganz viel Spaß bei der Verabredung. Um 21 Uhr. Ein heißes Date, Flauschi, ein heißes Date. Oder ein Hundedate. Ich weiß ja auch, du hast einen Hund, glaube ich, ne? Du hast auch eine Hundeliebhaberin, meine ich. Ganz, ganz viel Spaß dir. Und ja, wir sehen uns bestimmt wieder. Ich werde dann bei dir auch mal wieder reinschauen. Du bist ja garantiert auch noch am Stream. Ja, dann viel Spaß beim Zocken. Viel Spaß beim Zocken. Oh Gott, was ist das denn? Wir laufen hier, das ist kein Blut, das ist Wein. Das ist Wein, das ist kein Blut, liebe Leute. Okay, es ist irgendein Labyrinth hier, ne? Keine Ahnung. Bis die Tage. Viel Spaß, ja. Oh, okay. Ja, sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir sind hier was ganz Heißem auf der Spur. Und das ist super bedrückend. Es ist super bedrückend. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei dieser Sache. Ich habe hier wirklich ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Bei jedem Dreher, den ich hier mache, ne? Oder hinter jeder Ecke kann irgendwas lauern, ey. Ohne Witz. Hier sind Spinde. Okay. Hier ist Licht. Oh. Okay. Wir haben die Sicherung. Okay, nichts. Alles klar. Oh, leck mich am Arsch, ey. Verdammt. Ah, ja, mich. Oh, genial. So, wie ging es denn hier jetzt wieder raus? Wie ging es denn hier jetzt wieder raus? Ich habe keine Ahnung. Hier an dem Pfeilern vorbei, ne? Holy shit. Das war sehr uncool. Ich habe keine Ahnung, wo wir längs müssen. Da lunzt die um die Ecke, die Alte. Da lunzt sie einfach mal um die Ecke. Und sagt Hallo. Ah, okay. Güte, das ist anstrengend. Ach so, ja, warte mal. Entschuldigt. Warte, warte. Warte, nein. Oh, was war das? Chichi? Ja, ne? Viel erschreckt, ne, Chichi? Was war das?
Okay, es war kein Dixbar-Sound oder so, ne? Nee, anscheinend nicht. Was ist zum Henker? Oh, pass mal auf, jetzt steht irgendjemand steht hinter uns bestimmt, ey. Hab's doch gesagt. Ich hab doch gesagt, dass irgendjemand hinter uns steht. Was machst du hier? Warum bist du plötzlich hier? Das sind sie ja. Ja, nee. Schleich dich doch nicht so an mich heran. Oh Gott. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt 4 Hebel, die sie noch eben umlegen müssen. Was mit mir ist? Ich gehe jetzt. Viel Erfolg bei der Arbeit. Ja, nee, danke. Das hätte ich jetzt auch ohne dich gewusst. Was ist denn mit ihr nicht in Ordnung? Was ist denn da los? Okay. Okay. Legen wir mal die Hebel um. In den Raum kommen wir erst, wenn die Hebel umgelegt sind. Gott, hier passiert doch bestimmt irgendwas, oder? Ja, das hört sich gesund an. Bei. Drei. Einer noch. Wo ist denn der letzte? Ah, hier. So, ja, die ist doch... Ja, hä? Wir haben doch gesehen, dass sie im Fahrstuhl gegangen ist. Ich habe meinen Rundgang noch nicht beendet. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Fernseher. Meine Güte. Wer stellt überhaupt diese Kameras an diese Position und filmt da denn irgendwie die Waschbecken und so? Also es sind auch ganz wilde Kameraperspektiven, muss ich hier mal an dieser Stelle erwähnen. Na gut, wird schon richtig sein. Was ist das? Die Überwachungskameras haben es aufgezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gerade an diesem Ort... Ich kündige. Kaigo Ochigi. Warte mal, ist Kaigo Ochigi nicht der vorherige Wachmann? Kamera 5F. Okay, wir sind im 5. Stock, sind wir, ja. Ich gehe mal von unten nach oben durch, ne? 1F. Sieht gut aus. Ja, alles frisch. Sieht auch gut aus. Oh, 4 ist auch gut. 5 hatten wir gerade. Gehen wir in Huch. Dein Freund ist dein Wachmann, oder? Yep. Er ist echt cool. Da habe ich ihn mir geangelt. Aber... War er nicht schon in... jetzt? Was? Ja, außer dass du... Okay, also hattest du ihn mehr ausgespannt? Wenn du das so sagst, klingt das so schlimm. Nun ja, bei meinem Körper konnte er nicht Nein sagen. Ernsthaft? Was sind wir denn für einer? Gegen mich hatte sie sowieso keine Chance. Ich bin einfach attraktiver, da war es. Okay, du bist echt teuflisch. Ja, danke. Okay, sie lässt sie da einfach liegen? Ernsthaft? Warum denn im 3. Stock? Oh.
Moment mal. Das ist doch bei uns. Kamera 5F. Die steht direkt vor unserem Raum. Okay. Kamera im dritten Stock ist kaputt. Sie ist weg. Hier, sie ist weg. Achso, warte. Nee. Shit, ich muss ja. Ach, kacke. Ich muss dieses Ding hier machen, ne? Einmal den Alarm hier prüfen, glaube ich, oder? Ja. Okay. Nee, hier ist absolut nichts normal. Überhaupt nicht. Ich wäre hier schon lange wieder weg. Ganz ehrlich. Was ist denn mit dem Wachmann? Also der Eier aus Stahl, liebe Freunde. Eier aus Stahl. Also ich wäre hier schon 10-mal weg. Okay. Boah. Kurz. Die Fußspuren waren da vorher nicht. Ja, natürlich. Man fährt noch höher. Klar. Boah, ich wäre schon lange weg. Ich wäre schon lange weg. Was ist denn hier passiert? Was ist hier? Wow. Hallo? Hallo? Hallo, gnädiges Fräulein. Hallo? Hallo? Okay, sie reagiert nicht. Ich kann auch nichts machen mit ihr. Hallo? Okay. Ist leicht creepy, die Olle. Gehen hier ab jetzt. Natürlich, Musik geht aus. Klar. Völlig normal. Vollkommen normal. Nee. Ich lasse mich aus. Dich. Das mache ich nicht mit. Hallo? Okay, sie ist noch da. Ja, du bist ganz schön creepy, Olle. Oh. Hä? Boah, sieht die ihren Schatten? Ist das gewollt, dass sie so einen merkwürdigen Schatten am Kopf hat? Die aus ihren Mundwinkeln... Oh. Ich muss den ausschalten, den Jumpscare. Der ist nämlich nur für VR. Der gehört hier gar nicht hin. Okay, sieht sehr wild aus. Ach, du heilige Scheiße, was ist denn? Eieieiei.
Das nenne ich mal jetzt leicht viel Blut verloren, ne? Leicht viel Blut verloren. Okay, wir sind hier durch, ey. Ey, du bist echt creepy. Du bist richtig creepy. Für eine. Die Knöpfe fehlen. Hier könnten welche in der Nähe sein. Ich sollte mich mal umsehen. Okay. Immer dieser fucking Teddy, ey. Wie oft habt ihr diesen Teddy eigentlich noch? Bitte, der muss doch, irgendwann muss der doch mal weg sein, der Teddy. Ey, wirklich. Ey, irgendwann muss der doch mal, der muss der doch echt mal weg sein, der Teddy. Es kann doch nicht sein, dass ihr hier 10.000 Mal diesen fucking Teddy habt. Der ist echt. Oh nein, Puppen. Warum denn wieder Puppen? Oh, ich habe einen Schalter gefunden. Oh, okay. Muss ich so die Schalter jetzt hier alle finden? Warte mal. Hä? Oh, okay, das war gerade merkwürdig. Muss ich so die ganzen Schalter finden? Ist hier auch eine Leiter? Nee. Ah, hier ist. Oh, ob ich hier eine Leiter hinstellen muss? Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Boah, Junge. Was war das denn? Ey. Okay. Ich sag ja, also hier dieses Night-Shift-Ding da, Night-Security-Ding ist um einiges härter. Huiuiui. Ich kletter mal rauf, ne, Püppchen. Ich bleib mal. Alles noch normal, ne? Ihr steht da ganz normal. Okay. Wir haben drei. Nein. Nein. Ich leih mir das mal kurz aus, ja? Bin auch schon wieder weg. Braucht ihr nur vier, oder nicht? Oh, ist das eklig. Okay, wir brauchen doch fünf. Ihr merkt, wie vorsichtig ich die Kameras drehe, ne? Das ist echt. Gottes Willen, ey. Gottes Willen, das ist ja widerlich hier. Ganz uncool. Ganz, ganz uncool. Nee. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Wir, da waren keine mehr. What?
Bitte denkt an die Umwelt, Leute. Bitte denkt an die Umwelt. Was soll denn das? Also wirklich. Es ist nicht meine Schuld. Ich konnte nichts tun. Die verstorbene Person. Alle sind wegen ihr verschwunden. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist alles ihre Schuld. Was? Die Tür gerade aufgegangen? Hey, mach das Licht wieder an. Hallo? Hallo? Ich raus. Will nicht mehr. Will nicht mehr. Oh. Okay. Oh, Alter, was ist denn los hier? Um Gottes Willen. Und, Und was macht Hand of Blood hier? Oh. Holy shit, ey. Heilige Maria Gottes. Ist doch nicht normal. Was ist denn hier los, sag mal? Das ist ja vollkommen verrückt hier. Eieiei. Sonst wieder irgend so ein TV-Gerät oder so? Nee, ne? Okay. Kann ich den Raum abschließen? Boah. Meine Güte. Ganz üble Nummer hier. Ganz üble Nummer hier. Wir sind erst im 8. Wir haben noch 9, 10 und 11 vor uns. Naja, und wir müssen den 8. auch erstmal abschließen, ne? Wir müssen den hier auch erstmal. Boah, es ist dunkel. Ah, klar, ist alles normal. Du mich auch. Hier ist überhaupt nichts normal. Ja, selbst durch die Tür hier gekommen, ne? Ja, da kommen wir aber nicht durch. Hi, Umhan, die Hosen sind voll. Sorry, ja. Definitiv, Alex. Herzlich willkommen, mein Lieber. Herzlich willkommen beim japanischen Indie-Horror. The Night Security. Ganz wildes Spiel, muss ich sagen. Ganz, ganz wildes Spiel. Aber wir haben nur noch drei. Nur noch drei Stück, Leute. Nur noch drei Stück. Nur noch drei Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich darüber freuen sollte, weil es wird irgendwie von Stockwerk zu Stockwerk wird es echt immer schlimmer. Ja, mein Puls ist überhaupt nicht gesund. Mein Puls ist überhaupt nicht gesund. Ach so, hier ist auch Blut an dem Ding dran. Boah, wie sieht denn das hier aus? Boah, es sieht ja überhaupt nicht gut aus hier. Was? Das sieht ja gar nicht gut aus hier. Der Kreisenstuhl? Wir fangen wieder, ne? Von links nach rechts. Hallo? 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 What? Ja? Mist, bin wohl... Oh Mann, du hast mitten im Dreck geschlafen. Da passiert, das sah auch nicht gesund aus, deine Lage. Also so wie du gelegen hast, das sah nicht gesund aus, mein Lieber. Schon so spät? Was wollen sie eigentlich? Immer wieder sind sie hier und stehen vor mir, wenn ich aufwache. Ja, meine Güte, du schläfst ja mitten im Dreck.
Waren Sie die ganze Zeit schon hier? Wie dem auch sei, haben Sie meinen Chef gesehen? Ist er schon gegangen? Dieser machtmissbrauchende Unmensch wollte erst gehen, wenn alle anderen auch weg sind. Ich hau jetzt ab. Okay. Ja. Was sind das für komische, was sind das für komische Stöhner hier? Oh Gott. Hallo? Das hört sich echt original so ein bisschen nach The Grudge an. Ja, wisst ihr, das The Grudge-Geräusche. Das. Zwischendurch. Da war es gerade wieder. Da schon wieder. Hallo? Er hat nicht gesagt, dass es hier vorbei ist, irgendwie. Okay. Aber es ist doch abgeschlossen. Wie komm ich denn jetzt da rein? Ach, oh Gott. Nein, bitte dich. Okay, warte. So, das Ding ist jetzt, wie kommen wir denn jetzt hier in die Treppe rein? Wir haben kein Inventar oder sonst was. Wir müssen bestimmt hier irgendwas machen. Ach, Gottes Willen. So widerlich. Es ist. Was? Was? Ich hab gedrückt. Oh shit. Oh, sie ist weg, oder? Weg, ist sie noch da? Sie ist noch da. Hallo? Geht weiter.
Nee, ich musste den Wodka-Shot von Shan musste ich einmal kurz wegdrücken. Kann ich nach unten, bitte? Ich will nach unten. Nein, ich nicht. Ich kann natürlich nicht nach unten. Es war so klar. Okay, weiter nach oben kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, war klar. Wir können keinen Stockwerk überspringen, liebe Leute. Wir können leider keinen Stockwerk überspringen. Okay, dann fangen wir jetzt mal rechts an. Nee. Nee, Alex, das Boah. What the hell? Ich mache erstmal die Toiletten. Vielen Dank, Nara. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir noch ein weiteres Lebensjahr mir abgezogen hast. Bitte, nein, bitte macht jetzt nicht sowas. Geh einfach auf, bitte. Ich will mich auch gar nicht umdrehen oder so. Gott sei Dank. Ich will mich auch gar nicht um. Stell dir vor, du spielst das Spiel im VR. Oh Gott, niemals, ey. Niemals. Boah, in VR muss das so unglaublich. Nein! Warum? Nein! Bitte nicht. Das muss so schlimm sein im VR. Okay, das hört sich nicht gut an. Oh Gott. Wo kommen die hin? Hallo? Hilfe! Hilfe! Ich will hier nicht sein! Warum bewegen sich die Buchstaben? Kannst auch nicht lesen, leider. Bin das Japanische nicht mächtig. Oh, das ist doch die Frau von dem Bild, oder? Was aus dem Drucker rauskam. Das war die doch, oder? Sieht sehr ähnlich aus.
Yay. Einschlafen, dann nachher eine Runde Kätzchen-Videos. Ah, okay, aber das Licht ist ja schon aus, ne? Ich glaube, hier brauche ich nicht viel machen, ne? Hier ist auch kein Lichtschalter. Siehst gesund aus. Ruhe in Frieden. Okay, da kann ich das Kabel anschließen. Was haben wir denn hier? Safe. Oh. Okay. Oh. Das gute alte Skatkabel. Das gute alte Skatkabel. Okay, wir brauchen irgendeinen Code. Wir brauchen irgendeinen. Ja, natürlich. Ein Labyrinth aus Whiteboards. Sehr schön. Genau so will ich das haben. Aber so nicht anders. Ah, ich komme hier nicht durch. Doch. Huch! Ich kann nicht laufen. Vielleicht kann ich sie sauber machen. Okay, dazu muss ich bestimmt ins Badezimmer, oder? Oh! Türen! Okay, gehen wir mal ins Badezimmer. Dort werde ich sie bestimmt sauber machen können. Okay. Okay. Ich konnte das Blut abwaschen. Da sind zwei Linien drauf gemalt. Okay. Kann ich das? Habe ich hier irgendwie ein Inventar oder so? Hallo. Muss ich die an die. Ich hänge die mal wieder an die Uhr dran. Okay. Nee. Durch das Labyrinth gehe ich nicht. Tut mir leid. Leute, das mache ich nicht. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So. 9060, ne? Oder 6090? Ich mach mal 99 und 60. Huch. Boah, war schlecht mit der Steuerung hier. Okay, anscheinend nicht. Nehmen wir mal 60. 60, 90. Ah. Na, okay, Video. Oh nein, bitte nicht. Ich habe mir eben dabei fast in die Hose gemacht. Ist schon wieder ein Video. Die Server rum? Vielleicht kommt er.
kommt uns gleich ins Gesicht gesprungen. Die Alte. Stellen die eigentlich überall diese Kameras auf? Das ist echt wild. Echt wild, wo hier in diesem Unternehmen die ganzen Kameras stehen. Allein auf Toilette. Ist das erlaubt in Japan? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, selbst in Japan ist es nicht erlaubt. Ich habe auch keine Ahnung, wo uns dieses Video hinführen soll. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ist das sein Ernst? Ist das echt sein Ernst? Ich meine, wir erleben hier den letzten Scheiß, ne? Wir werden hier von irgendeinem komischen Geist verfolgt. Es ist alles völlig abnormal. Und jetzt ist da ein Video und da sagt jemand, ich liebe dich oder so. Und das ist der Punkt, an dem er sagt, ich kann hier nicht länger bleiben. Wirklich? Sieht scheiße aus. Ach, sind wir gestorben? War das falsch? Ich kann nichts machen. Night Security. Supporter Appearance. War Skronk auch wieder dabei? Alter. Ginger. Oh, Ginger. Okay. Highlight Supporter. Da kannte ich jetzt gerade nur Ginger. Gronk. Okay, Gronk ist auch wieder dabei. Pandora ist natürlich auch wieder dabei. Okay, es geht zu schnell. Ich kann nicht alle lesen. Ich kann nicht alle lesen. Okay. Und auf jeden Fall. Und Supporter. Ja, es sind viele. Holy shit. Alter. Was war das bitte, liebe Leute? Uiuiuiuiui. Gibt's hier mehrere Enden? Kann man auch noch quasi ein gutes Ende erleben? Weil ich glaube, also falls es mehrere Enden geben sollte, dann wird dieses Ende, was wir gerade erlebt haben, dann wird das ja wahrscheinlich das schlechte, das Bad Ending sein. Weil wir am Ende ja doch gestorben sind. Oder? Also falls es tatsächlich mehrere Enden geben sollte, dann haben wir garantiert das Bad Ending erwischt. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage, in welche Richtung läuft man. Links oder rechts? Wir sind jetzt nach links gelaufen, um halt über die Feuerleiter, über das Treppenhaus wieder runterzukommen oder nach oben oder wo auch immer hin, also zu fliehen. Eventuell hätte ich nach rechts laufen müssen, um dann vielleicht das gute Ende zu erleben. Keine Ahnung, weiß nicht. Wie heißt das nochmal? Night Shift Security oder Night Security? Irgendwie so. Werden wir gleich sehen. If you like the game, please leave a review. Thank you for playing. Ja, bitte. Ein grandioses Spiel. Ein krasses Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Das war richtig gut.
Und ich habe mir echt mindestens 10 Mal in die Hose gemacht. Zum Glück habe ich eine Ersatzboxer-Shorts auf dem Kopf. Oh. Oh, Bonus? Oh, Kaigo Achigi. Das war der Nachtwächter, der vor uns hier war. Ending 1. Okay. Okay, wir haben Ending 1 erwischt.